Die Regierungsparteien haben am stärksten verloren bei dieser Wahl. Hören wir, wie die Kanzlerin und der Kanzlerkandidat darauf reagiert haben. Man braucht nicht drum herum zu reden. Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Das ist vollkommen klar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, hinter uns liegt eine außerordentlich herausfordernde Legislaturperiode. Und deshalb freue ich mich mit Ihnen, dass wir die strategischen Ziele unseres Wahlkampfes erreicht haben. Wir sind stärkste Kraft. Heute ist ein schwerer und ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Ich will nicht drum herum reden. Wir haben unser Wahlziel verfehlt. Nach der Niederlage, die wir in unserem Kernland in Nordrhein-Westfalen erlitten hatten, haben wir nun auch die Bundestagswahl verloren. Soweit also die Einschätzung von Martin Schulz und Angela Merkel.